Einen wunderschönen, ihr Lieben, der Daniel mal wieder hier von der Foxy Gaming Community. Schön, dass du eingeschaltet hast und in diesem Video möchte ich dir ausführlich zeigen, wie man Mods für Palworld installiert. Ich habe nach verschiedenen Palworld Mods gesucht und wie man diese installiert und habe herausgefunden, dass auf YouTube wenig Tutorials sind bzw. nur für die einfachen Mods Tutorials da sind und das möchte ich ändern und auch keine auf Deutsch und das ändern wir auch. Alle wichtigen Links findest du hierzu in der Beschreibung, also einfach mal da unten abchecken im Video und dann fangen wir an. Ich zeige euch das Ganze natürlich ausführlich Step by Step, ja. Und solltest du Probleme mit der Nexus-Mod-Seite haben, so wie ich, dann lad dir den Opera-Browser runter, der ist wirklich super, ich kann ihn nur empfehlen. Dieses Video ist nicht sponsert von Opera, aber das ist der einzige Browser, der das Captcha-Problem löst, beziehungsweise es gar nicht erst auftritt. Ihr könnt natürlich verschiedene Mod-Seiten aussuchen, wie zum Beispiel Nexus-Mods, die nehmen wir jetzt, oder auch CurseForge und ich bin mir sicher, es gibt auch noch viele andere, aber für die Veranschaulichung nehmen wir jetzt Nexus-Mods. Der erste Schritt ist, wir gehen auf nexusmods.com. So, und wenn du deinen Account gemacht hast, dann suchst du dir die Mod raus. Ich nehme jetzt gleich mal diese mit RTX Raytracing, weil ich auf YouTube kein Video dafür gefunden habe, wie man diese Grafikmods installiert. Und das machen wir jetzt. So, wenn ihr euren Account gemacht habt, dann sucht euch eine Mod raus. Ich nehme jetzt mal gleich eine Mod, die ein bisschen, ich sag mal, komplizierter ist. Und zwar Grafikmods. Ich habe kein Video auf YouTube dazu gefunden, deswegen jetzt dieses Video hier. Ich bin ja jemand, der gerne organisiert, deswegen würde ich euch empfehlen, ihr macht euch im Download-Ordner einen Mods-Ordner und da packt ihr einmal Gameplay-Mods, Graphic-Mods und Pack-Mods rein. Das hat folgenden Hintergrund, wenn wir jetzt dann gleich Pack-Mods haben, da ist eigentlich nicht viel zu tun, da müssen wir lediglich die Pack-Mods in diesen gewissen Ordner reinpacken und das war's. Aber bei den Gameplay- bzw. Graphic-Mods, da gibt es dann noch ein bisschen mehr zu machen. Ist aber auch kein Hexenwerk, wenn ihr dieses Video verfolgt. Damit ihr jetzt aber eure Mods überhaupt reinpacken könnt, ja, geht ihr auf Palworld drauf, hier dann auf Verwalten und lokale Dateien durchsuchen. Dann öffnet es euch genau diesen Ordner, den ihr braucht und den seht ihr jetzt. So, denkt dran, ihr müsst eingeloggt sein, ihr geht dann hierzu fürs Runterladen auf Files, ja, und dann könnt ihr hier euch aussuchen, was ihr braucht. Checkt, wie gesagt, euren PC vorher ab, was braucht ihr für Sachen. Ihr könnt auch hier unter Unique Downloads immer vergleichen, was die Leute runterladen. Und wir nehmen aber das hier, ja, mit 12 GB RAM. Und könnt natürlich auch was anderes nehmen, ne? Sei euch überlassen, aber wir in dem Video nehmen jetzt das hier. Klickt auf manuellen Download, dann kommt ihr auf die Seite, spätestens da müsst ihr eingeloggt sein und dann gehen wir auf Slow Download und der Download startet in 4 Sekunden automatisch. Und da ist er. So, und dann findet ihr diese Datei in eurem Download-Ordner. Ich habe den gleich in den Mods-Ordner reingepackt. Dann wählen wir das aus, gehen Rechtsklick drauf und dann Extract to Ultra, yes, machen wir. Und dann seht ihr, könnt ihr die Originaldatei löschen, wie ihr wollt, oder ihr packt die woanders hin. Und dann habt ihr hier den fertigen Mod-Ordner. Das Schöne an dieser Mod ist, er hat auch eine README reingepackt und da steht dann folgendes drin, was wir machen müssen. Und da seht ihr, wo wir hin müssen. Local App Data, PAL, Saved, Config, Windows. Und da können wir dann die Engine INI, die sehen wir ja hier, Moment, so, die sehen wir hier, könnt ihr dann einfach mit der austauschen. Use auf eigene Vorsicht. Natürlich, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie kommen wir dahin, zeige ich euch das auch. Ja, ihr nehmt einmal das hier, kopiert es raus, ja, kopiert es, natürlich nicht ausschneiden, so wie ich jetzt. So, und ich zeige euch natürlich, wie das Ganze aussieht. Wir nehmen das, kopieren es raus, ich kopiere es mir auf den Desktop, das macht er wie gesagt auch, sicher ist sicher. Und dann nehmen wir die neue INI, die wir bekommen haben, und zwar die hier. Einmal Steuerung C und wir gehen in den neuen Ordner rein und machen einmal Steuerung V. Und dann natürlich Replace the File in the Destination. Let's go. So, fertig. Das war's. Wenn du jetzt nicht die Steam-Version hast, sondern die Game Pass-Version, dann habt ihr hier ein Troubleshooting, ja? Und da könnt ihr die Game Pass-Version schauen, wo ihr das herbekommt. Das, was wir gerade eingegeben haben und reinkopiert haben, könnt ihr einfach hier rausnehmen und dann reinhauen. Und da solltet ihr dann auf die Game Pass-Version, auf die PalSafe-Config draufkommen. Easy as that. So, und für weitere Mods gehen wir auf github.com. Da habt ihr einmal den Link wieder in der Beschreibung. Ihr scrollt ein bisschen runter und wir ziehen uns genau das hier, nämlich Xinput 2.5.2 Zip. Draufklicken und der Download beginnt. So, nochmal Leute, dass ihr euch auch wirklich auskennt, ja, gehen wir auf Graphic Mods drauf, dann machen wir einen Ordner mit Done oder Erledigt und da packen wir die rein, die wir fertig haben, so wie das, ne, bloß zur Veranschaulichung. Müsst ihr natürlich nicht so machen, aber ich, weiß ich, ich bin ein Fan für sowas. So, und als nächstes kommen die Pack Mods, die sind genauso easy wie das mit der Graphic, da gehört nicht viel dazu, aber ich zeige es euch trotzdem, ihr geht auf Files, geht da wieder auf Download, ja, Manual Download, dann warten wir, bis es runtergeladen hat, 5 Sekunden, ist ja easy schnell.
Und dann einfach entpacken. Und da haben wir das Ding. Da machen wir hier Extract to Honkai Impact. Dann haben wir es hier. Nehmen einmal das ganze Ding, ja, und packen es für die Organisation zu unseren Pack-Mods. Dann haben wir es da drin und dann geht es zum nächsten Schritt. Wenn wir das Ganze haben, dann kopieren wir das einmal und dann gehen wir rüber zu unserem Perl-World-Ordner. Gehen auf Perl, gehen auf Content, gehen auf Packs und einfach reinkopieren. Easy, fertig, mehr ist es nicht, Leute. So, dann kommen wir zu den Script-Mods. Die sind jetzt ein wenig komplizierter zu installieren, aber trotzdem völlig machbar, Leute. Also, wir suchen uns wieder eine Mod raus, wie zum Beispiel hier Max Level Increased. Wenn ihr dann runtergeht auf Requirements, dann seht ihr schon, das Ding brauchen wir. Da klickt ihr drauf oder klickt auch auf den Link in der Beschreibung. Da kommt ihr dann hier drauf, dann scrollt ihr ein bisschen runter und hier, das brauchen wir. Das laden wir runter. Ja? Xinput Version 2.5.2. So, und wenn ihr das habt, dann haben wir das Ding hier. Das entpacken wir einmal nach Ordner. Ja, macht das am besten so wie ich. Dann habt ihr diesen Ordner. Jetzt nehmt ihr einmal das. Ja, also ihr könnt auch das Ganze kopieren. Das ist egal. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie eins weglassen oder so, die README, sondern nehmt es einfach im Ganzen. Steuerung C. Ja, und dann zeige ich euch, wo wir es reinkopieren. Wir sind nämlich wieder in diesem Ordner drin. Ja, ganz easy going, wie vorhin auch. Ja, bloß anstatt, dass wir jetzt auf Content gehen, gehen wir auf Binaries, Windows 6.4 und dann einfach Copy und rein damit. Dann sieht das Ganze so aus. Wenn denn das so aussieht bei euch, habt ihr alles richtig gemacht. Und ihr seht ja, hier haben wir jetzt einen Mods-Ordner und da kommen fast bzw. eigentlich alle Script-Mods rein, die wir haben. So, also, dann machen wir das mit dem Max-Stats. Ihr lest bitte immer, was hier steht, weil vielleicht steht irgendwas dabei, dass es nicht funktioniert. May not work on Game Pass, ja. Oder es kann sein, dass eine alte Version von den Downloads nicht mehr funktioniert. Deswegen bitte abchecken. Dann könnt ihr euch hier aussuchen, was ihr haben wollt. Ihr könnt eins von den aktuellen nehmen, aber ich nehme bis Level 200. Ich bin halt jemand, der gerne grindet, deswegen nehmen wir das. Ihr seht, das habe ich auch schon runtergeladen gestern. Ich lade jetzt nochmal runter, damit wir wirklich alles machen. So, Download und dann Slow Download. So, sehr schön. So, dann gleiches Spiel wie immer. Wir entpacken das Ding. Ja, dann gehen wir da rein. Und diesen Ordner, ja, ihr nehmt jetzt nicht den oberen Ordner, sondern den Unterordner, um Probleme zu vermeiden. Nehmt ihn, kopiert ihn und dann packen wir ihn da rein, bei dem Ordner, den wir gerade gemacht haben. Ja, unter Perl, Binaries, Win64, Mods und rein damit. Let's go, das war's. Also, das war's noch nicht komplett, ne? Weil ich habe euch ja gesagt, ihr sollt immer lesen und da steht dann drinnen eventuell, dass wir noch was machen müssen. Und das zeige ich euch jetzt. So, ihr geht in die Description runter. Dann schaut da, eventuell müssen wir nämlich etwas ändern. Und da sind wir ja wieder beim Lesen, ne? Also, dieser Satz ist ganz wichtig. Es steht zwar da, wenn es crasht, aber ihr könnt vorsichtshalber es immer ändern. Ihr macht damit nichts kaputt. Das ist gar kein Stress, ja? Also, ihr kopiert das einfach mal hier raus. Dann, so, und dann seht ihr hier UA4SS Settings. Da klickt ihr drauf. Dann öffnet sich dieses Notepad hier. Ja, bei mir ist es schon offen. So, und da klickt ihr jetzt STRG V und kopiert das rein, was wir gerade rauskopiert haben und sucht es. Dann haben wir es schon und dann setzt ihr das hier auf False. Schreibt einfach False rein. Ja, STRG S für abspeichern oder einfach auf File, Save, ja, und dann schließen. Und das war's. Das hat das letzte Problem behoben, das ihr eventuell hattet. So, und dann kommen wir zu Reshade. Es wird ein wenig komplizierter, aber Leute, immer noch machbar. Also bleibt dran. So, da habt ihr wieder einen Download-Link von Reshade selbst. Ja, ihr könnt einfach in die Beschreibung hier reingehen, könnt das da runterladen, beziehungsweise der gleiche Link, oder ihr ladet es hier über die Seite runter. Das machen wir, ja, ich habe das schon gemacht und ich zeige euch jetzt gleich, wie es da weitergeht. Denn wir scrollen nach oben, wie immer, gehen auf Files, gehen auf Manual Download. Ihr seht, ich habe das hier schon gemacht und dann zeige ich euch, wo ihr es reinkopieren müsst. Wenn ihr das Ganze wieder entpackt habt, dann sieht es so aus, ja, das nehmen wir wieder, STRG C, dann gehen wir einmal rüber, hier wieder zu unserem Perl-World-Ordner, ja, unter Perl, Binaries, Win64 und jetzt nicht auf Mods, sondern hier rein, ja, seht ihr, einfach hier rein, geschafft. Jetzt geht's weiter mit Reshade selbst. Wenn ihr Reshade runtergeladen habt, dann habt ihr hier das Setup, das führen wir aus. Wenn wir das Ganze gestartet haben, sieht es so aus, als erstes wählen wir Perl-World aus. Also wir suchen das Ganze, hier haben wir es, das nehmen wir auch, dann auf Next. So, da nehmen wir Microsoft DirectX 10.12 auf Next. So, als nächstes habt ihr vielleicht hier ein Problem, wie ihr da was auswählen könnt. Ihr geht sozusagen auf Browse, dann öffnet sich ein neues Fenster. Und zwar dieses Fenster hier. Dann klickt ihr hier oben rein, kopiert den alten Pfad wieder raus, ja, diesen Pfad, ja, wo die Windows 64 drin ist. Kopiert diesen Pfad raus und wählt Decent Reshape Preset aus. Klickt auf Open und auf Next. Ja, das war's.
Dann letzte Runde. Successfully install a Reshade. Click the Finish button to exit the setup tool. Become a Patreon. Finish. Let's go. Das war's. Ja, und so schnell habt ihr auch Reshade installiert. Ging ja jetzt doch leichter als gedacht, oder? Oder hattet ihr Probleme? Wenn du wirklich nicht mitgekommen bist, mach einfach nochmal von vorne, ja, mach's Schritt bei Schritt, Step by Step, einfach das Video pausieren, zurückspulen, dafür sind wir da. Und wenn du wirklich irgendwelche Fragen hast, bei irgendwas nicht weiterkommt, unten in die Kommentare schreib's rein. Ich bin mir sicher, dass viele Leute versuchen, dir zu helfen und hey, vielleicht kann ich dir auch helfen. So, und ich würde sagen, jetzt testen wir das Ganze mal, ob das so funktioniert hat. Im Endeffekt, ihr wisst ja jetzt, wie der Schritt funktioniert, ja, und dieser Schritt ist das Wichtigste überhaupt, einfach immer lesen. Da haben wir es, Reshade, jawoll. Jawohl, 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 jawohl. Ja, wir können jetzt Position 1 eingeben und dann können wir hier das Tutorial. Lest es euch am besten wieder durch. Lesen, 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 Leute. Das ist das A und O. Das ist der Tipp, den ich euch immer wieder geben kann. Ich habe es euch jetzt zwar gezeigt, wie es ungefähr geht, auf was ihr achten müsst, aber lesen, lesen ist klar der Vorteil des Lesens, des Lebens. Lesen. So, und wir machen das mal. Wir gehen mal auf Continue. So, da haben wir jetzt ein Preset. Das lassen wir so, ja. Wir verändern da jetzt nichts, weil das ist genau das, was wir ausgewählt haben. Dann klicken wir hier auf das Plus. Wenn wir ein neues haben wollen, machen wir jetzt aber nicht. Ja. Könnt ihr natürlich, wenn ihr euch auskennt oder wenn ihr andere Presets habt, dann nehmt ihr natürlich ein anderes, logisch. Wir gehen auf Continue. Und da könnt ihr jetzt noch ein bisschen rumspielen und schauen, was bringt's nicht. Ist natürlich jetzt nicht fürs Menü, ja, sondern ist, wenn ihr Position 1 wegklickt, dann startet mal einfach euer Game. Wir gehen auf die Prison Islands, Spiel beginnen, da schauen wir nochmal rein und dann testen wir mal aus, ob sich da was verändert hat und was alles funktioniert und was nicht. Wie ihr seht, wenn jetzt irgendwelche Mods gar nicht funktionieren würden, dann hätten wir schon einen Game Crash bekommen. Also wir haben anscheinend alles richtig gemacht und das Game, wir haben keinen Hals mehr. Ach so, ja, weil wir diesen einen Charakter installiert haben. Okay, den müssen wir natürlich wieder deinstallieren, ja. Ich habe ihn ja bloß für euch gezeigt, aber wenn ihr jetzt einen neuen Charm machen würdet, dann würdet ihr den Charakter sehen. Aber ja, der aktuelle Charakter, der wurde jetzt ein bisschen messed up. Das ist aber kein Stress, wir löschen einfach die Pack-Mod wieder raus, ja. Das ist der Charakter vom Anfang vom Video und dann schaut unserer wieder normal aus. Aber es geht ja jetzt um die ganzen Graphic-Mods und wie ihr seht, sieht das Ganze schon gleich viel, viel besser aus als vorher. Wir können hier auch wieder, ne, seht ihr, mit HDR an und aus. Ihr könnt da dann ein bisschen rumprobieren, was ihr haben wollt. Aber mit HDR schaut schon schöner aus. Aber es hat super funktioniert. Hier unten könnt ihr dann auch ein bisschen rumspielen, wie ihr seht. Ich mache da jetzt nichts, weil ich bin da nicht so erfahren drin. Ich lasse es einfach so, wie es jetzt ist. Und hier, es läuft immer noch super, es läuft flüssig. Jawohl, sehr schön. Liebe Leute, wenn ihr noch irgendwelche anderen Mods sehen wollt oder irgendwelche Fragen habt, irgendwelche bestimmten Mods wissen wollt, wie man die installiert. So, ganz kurz, ich zeige euch jetzt aber noch, wie ihr Mods rauslöscht. Da eigentlich ist es selbstverständlich, aber vielleicht ist ja der ein oder andere trotzdem ein bisschen überfordert. Wir gehen raus, gehen zu Content, gehen zu Packs. Es geht nämlich um den Charaktermod, den ihr gerade gesehen habt, der ein bisschen messed up ist. Und da nehmen wir einfach das, das, das und einmal einfach löschen. Beziehungsweise ich schneide es jetzt aus, weil ich packe das woanders dahin. Hier, Delete. Und weg. Und dann ist wieder alles ganz normal. Könnt ihr natürlich austesten, ob es wirklich so ist, aber zu 100% sollte das dann der Fall sein. Das runterladen und ihr packt es einfach in genau den gleichen Ordner, wie die anderen auch sind. Ja? So könnt ihr dann beim Preset einfach auswählen, welches ihr haben wollt und welches euch besser gefällt. Könnt ihr in-game dann auch testen, was schaut schöner aus, was schaut besser aus. Ja, ich zeige euch das ganz kurz, wo ihr das hinpackt. Und zwar kopiert ihr das dann einfach, geht ihr auf Binaries, Windows 64. Und dann könnt ihr hier das Preset damit reinballern, da wo das andere auch schon drin war und auswählen. Easy going. Ganz einfach. Wenn ihr dann die neue Reshade reinkopiert habt, dann müsst ihr einfach wieder das Preset ausführen, beziehungsweise die Setup von Reshade ausführen, so wie ihr es vorhin schon gemacht habt und einfach auswählen. Dann habt ihr das. Ja, wir nehmen hier nochmal Palworld. Moment. Nehmen hier Palworld, dass ihr das seht. Gehen auf Next. Gehen auf DirectX 12 wieder. Dann Update Reshade Only. Ja. Und fertig. Mehr braucht ihr nicht machen. Das war's. Es kann natürlich auch sein, dass ihr es nicht unbedingt updaten müsst, aber so seid ihr auf der sicheren Seite. Jetzt könnt ihr einfach wieder in-game gehen, geht auf Position 1 auf eurer Tastatur und dann könnt ihr das andere Preset auswählen. Ich dachte mir, ich zeige euch jetzt das trotzdem nochmal. Wenn wir auf Position 1 klicken, dann könnt ihr hier oben das andere Preset auswählen, was ich euch ja gezeigt habe. Ne? Wir hatten davor Decent und hier nehmen wir jetzt mal Chioma's Reshade, klicken auf Select.
Continue. So, und da haben wir dann wieder die Einstellungen. Ihr wisst ja, was zu tun ist, nämlich in-game gehen und dann austesten. Und wie ihr sehen könnt, hat das mit dem Charakter-Freeze auch funktioniert. Ja? Der Hals ist wieder da, wir haben einfach diese Packe rausgelöscht. So, ihr könnt jetzt natürlich testen, ja, wenn ihr mal die verschiedenen Shader reinballert. Wir nehmen jetzt mal hier, wo war es, die sind. Klickt auf Select, es ändert sich was. Aber wir nehmen jetzt mal das andere, einfach um es zu testen. Da könnt ihr natürlich noch die Schärfe und so umstellen, ja. Seht ihr, ein bisschen wird schärfer. Und wenn ihr zufrieden seid, dann lasst das so. Wenn nicht, könnt ihr es ja wieder ausschalten oder gleich rauslöschen. Bleibt euch überlassen. Wenn du zählen kannst, wie oft ich in diesem Video so gesagt habe, dann bekommst du irgendwann irgendwie von irgendjemandem Keks. Ja? Also, mal schön zählen. Und keine Trinkspiele davon spielen, ne? Weil sonst Blackout Drunk und so. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten. Schön, dass du so lange dran geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Wenn du für Palworld mehrere Videos sehen möchtest, was Mods anbelangt, was sind die besten Mods, mit welchen Mods spiele ich, oder ein Preview oder Tipps und Tricks, dann lasst es mich in die Kommentare unten wissen. Wir lesen jeden Kommentar durch und ich freue mich auf euch beim nächsten Video. Ja, eine Bewertung da lassen, ja, ob gut oder schlecht. Wenn du schlecht fandest, bitte, 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 warum? Ja, ich battle hier nicht um Likes, sondern ich battle um Bewertungen. Und ja, abonnieren, das Glöckchen aktivieren, dann bekommst du immer mit, wenn ich live bin, beziehungsweise wir ein Video hochladen. Und damit wünsche ich dir noch eine wunderschöne Nacht, Tag, was sonst bei dir ist. Roll die Outro. Peace.